Wo haben wir denn die geparkt? Die wohl hier, ne? Nein, okay. Gut, dann fahren wir jetzt zu Kent Paul und machen gleich seine Mission. Es gibt da zahlreiche Möglichkeiten, wie man die machen könnte, aber ich mache es jetzt auf meine eigene Art. Ohne allzu großes... Ja. Tamtam. Und zwar geht es darum, dass Lance anscheinend Diaz angefallen hat. Und Diaz hält Lance nun auf einem Schrottplatz fest. Und will ihn umbringen. Und wir müssen das verhindern. Wir müssen eins also Lance befreien. Holen Sie noch schnell den Kometen. Also die erste Schwierigkeit besteht, dass man wirklich rechtzeitig bei Lance ist und nicht nur dort beim Schrottplatz, sondern auch bei ihm, weil er wird dort von einem Haufen von Diaz-Schergen eigentlich bewacht und die schießen auf einem. Es gibt eine recht massive Schießerei. Und dann die zweite Schwierigkeit ist, mit Lance dann sicher zum nächsten Krankenhaus zu kommen, weil der Gute ist nämlich verletzt. So. Jetzt. Genau, fahren wir hier mal zum Schrottplatz. Und zwar machen wir jetzt das folgendermaßen. Wir schauen mal schon hier, dass wir uns den Weg... So. Das ging ja in die Hose, aber jetzt nutzen wir den quasi als Bombe. So. So, das wär's. There goes my careful planning blown to shit. Thanks to you. You screwed up real good, Lance. He killed my brother. What do you expect me to do, mow his lawns? We're gonna have to take out that prick Diaz before he takes us out. You okay to use a gun? Sure, I guess. Nice to see you too. Let's get out of here. Und zwar mache ich das jetzt so. Ich nehme hier den... Ah, warte mal schnell, du kannst auch noch sterben. So. Nehme ich hier mir den Sentinel. Wo ist denn der Kollege Lance? Ah, da ist er. So. Und zwar werden wir jetzt von gegnerischen... wo geht es eigentlich hier durch? Werden wir von gegnerischen Fahrzeugen verfolgt? Ah, da geht es gar nicht weiter. Wir werden von gegnerischen Fahrzeugen... Man könnte auch hier den Müllwagen dort, könnte man auch nehmen. Wäre also auch alles möglich. Aber man wird von gegnerischen Kometen verfolgt, aber wenn man hier durchfährt über diese kleine Brücke, dann checken die nicht, wo man ist. Man kann eigentlich in Ruhe dem Krankenhaus in Downtown fahren.
Ja, unsere Geschäftsbeziehungen mit Diaz sind somit aufgekündigt und ja, in der nächsten Mission, das ist übrigens die einzige Mission, die wir jetzt noch machen können, storytechnisch, gibt es keine andere Mission mehr, müssen wir einen Anschlag auf Diaz Villa machen und den guten Diaz ausschalten. So. Get patched up and meet me on the bridge to Star Island, okay? Okay, I got you.